Eigentlich wollte ich ja Goldfinger spielen, aber glaubt's oder glaubt's nicht, bei Netflix und Amazon zusammen ist nur ein James Bond inklusive und das ist Spectre und der war schlecht. Aber egal, hier habe ich das eigentliche Bond-Mobil liegen, um das es heute gehen soll. Das ist der Aston Martin DB7, DB5, habe ich jetzt ganz vergessen. Auf jeden Fall der neue Aston Martin aus der Creator-Serie. Und den hat Lippen hier ratzfatz nachgebaut. Und wir packen das ganze Paket jetzt mal zusammen aus. Ihr seht, wie es angekommen ist bei mir. Ganz schön derangiert und verbeult, aber egal. Wird schon alles drin sein. Und was ich direkt sehe, wir haben hier eine Bauschrittnummerierung. Wunderbar. Denn auf den Tüten stehen hier, ja, hier auch verschiedene Zahlen drauf. Die Nummer 1 und die Nummer 3 und so weiter. Tja, schauen wir mal, wie viel hier drin steckt. Bauschritt 1, 2, 3 und 4 und die kleine Bonusrunde, also noch zwei Tüten, die keine Beschriftung haben. Das hier ist ganz klar so eine kleine Ersatzteil. Tüte mit so ein paar Kleinteilen und ja, hier steht auch gar nichts drauf. Wird aber kein Ersatzteil sein. Ich denke mal, sieht hier eher aus wie Teile vom Rahmen. Ah, Gott, ich bin blind. Okay, das gehört hier zu Bauabschnitt Nummer 1, also vier Bauabschnitte und Ersatzteiltütchen. Und hier liegt die völlig, uiui, völlig zerknitterte Anleitung. Also die sieht ja schlimm aus, wie sie die da reingepackt haben. Aber man kann hier schon direkt mal sehen, sie haben hier das Lippin wieder überklebt mit Gliedertoys. Wir sehen den Aston Martin fertig zusammengebaut und der hat ein paar echt coole Sonderfeatures, James Bond eben. Aber dazu kommen wir ganz am Schluss. Schauen wir jetzt noch mal in die Anleitung rein und ach nee, Aufkleber, mein Gott, es wäre echt schön, wenn es mal ohne Aufkleber gehen würde, aber ja, die sehen zumindest schön zentriert ausgestanzt aus und ja, auf den ersten Blick sind gar nicht so viele. Okay, sind verschiedene Nummernschilder, dann hier so ein Radar-Ding hier der Aston Martin, das Logo DB5, ah, da steht es doch, nix 76, der DB5 ist das. Aufkleber, ja, die sehen in Ordnung aus. Also ich würde sagen, qualitativ sehen die sehr in Ordnung aus und ansonsten, ja, Anleitung üblich gut, so wie man es mittlerweile schon kennt. Gute Druckqualität, immer ein paar mehr Bauschritte als das bei dem Original Lego, denn das hier ist natürlich wieder ein Lego-Nachbau, ich erwähne es in jedem Video. Also das haben sie vor allem sehr, sehr flott kopiert hier bei Lego, denn der DB5 ist ja erst vor kurzem rausgekommen, ist noch ein Lego Exclusive, das heißt, den bekommt man nur und ausschließlich in Lego-Läden zu kaufen für einen Preis von, ich glaube, 150 € wollen die Leute da haben. Das ist eine ganz schöne Stange Geld für hier so ein paar Bausteinchen, denn allzu viele sind das hier jetzt wirklich nicht. Also schon ein teures Set. Aber es ist cool und hier bei Lippin bekommt man es so für 46, 47 € habe ich dafür bezahlt und es gibt sogar schon ein Beleuchtungskit. Also coole Sache und ich hoffe, dass sie dann auf die Schnelle hier auch alles zusammenbekommen haben. Wir haben insgesamt, hier kann man es sehen, 91 Seiten in der Bauanleitung und dann würde ich sagen, lege ich doch mal los. Seite 23 und Bauabschnitt Nummer 1 ist fertig. Hier geht es mit dem zweiten los und das ließ sich alles wirklich gut bauen. Und schaut mal her, die haben es tatsächlich geschafft, in die Tüte von Bauabschnitt Nummer 1 den Teileseparierer reinzupacken. Super, oder? Sonst war der oft in der allerletzten Tüte drin. Ja, also sie machen echt Fortschritte. Teileseparierer in der ersten Tüte, Bauschrittnummerierung. Wunderbar, also das ließ sich wirklich ganz hervorragend bauen und naja, sieht noch nicht wirklich jetzt nach Aston Martin aus, aber zumindest sehr interessant, denn man hat hier schon ja die Andeutung von einigen Funktionen, wie zum Beispiel hier. Das hier ist der Schalthebel und hier sieht man schon, dass man mit dem hier hinten den Mechanismus betätigt. Also da haben wir schon mal eine Funktion versteckt, dann haben wir hier ja, eine ganze Menge Technikgebaue kann man hier sehen. Wenn ich hier mal ein bisschen ja, was bewege, dann haben wir hier einige Umlenkungen und da geht noch einiges andere in Bewegung. Was ich auch noch interessant fand, war hier unten, da haben wir so kleine Gummibänder verbaut an diesen Kugelkupplungsköpfen. Und da, wo man jetzt nicht mehr reingucken kann,
Da hinten sind die angebracht, auch an solchen Kugelkupplungsköpfen. Und man kann, hier kann man es sehen, hier dran ziehen und dann bewegt sich dieser Mechanismus hier. Also wofür der jetzt ganz genau ist, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Aber ja, man sieht, hier ist einiges an Technik verbaut und einiges an Funktionen kommt hinzu. Ach, vielleicht wird das hier der Schleudersitz. Ja, das hier wird wohl hinten werden. Ich glaube, das hier sind die Auspuffrohre und dann, wenn man da hinten zieht. Naja, wir lassen uns einfach mal überraschen. Hier sieht man auch noch mal, wie sich ein bisschen was bewegt. Also wirklich interessant. Lässt sich wunderbar bauen nach der Anleitung. Ganz problemlos. Ich habe gesehen, ich habe nicht mal hier was auf die Tüten gebaut, denn, mein Gott, man hat hier diese kleinen Bauabschnitte. Da lässt sich das wunderbar so bauen. Einfach nur drauf schmeißen auf den Tisch und dann alles raussuchen. Ah ja, hier ist noch eine kleine, ja, irgendeine Funktion, die hier ausgelöst werden kann. Und zwar wird die dadurch ausgelöst, wenn man hier später, kann man jetzt hier noch nicht so gut sehen, wenn man hier später am Auspuff dreht, dann geht da auch noch was hoch. Ich denke, das wird für diese kugelsichere Wand oder Klappe, die da hochfährt, wahrscheinlich werden. Naja, schauen wir mal. Auf jeden Fall ein Blick von unten. Da sieht es so aus. Relativ standardmäßig. Ja, wir haben hier diese Vierecke, diese Technik-Vierecke. 1, 2, 3 Stück, die hier den Grundrahmen bilden. Ein paar Platten dran und so weiter. Auf jeden Fall macht Spaß. Ganz ehrlich, macht Spaß. Und ich bin echt gespannt, wie es hier mit diesen Funktionen weitergeht. Im Abschnitt Nummer 2, wo dann schon ein bisschen was von der Außenhaut auch drankommt. Machen wir weiter. Wir sind auf Seite 42 und der Aston Martin hat jetzt richtig Formen angenommen. Wir haben hier schon die kompletten hinteren Seiten mit Kotflügeln gebaut. Die Türen sind schon dran und auch hier vorne wurde ein bisschen was verlängert. Und ich zeige euch jetzt mal ein paar der Details. Und ich sehe gerade, die Tür, die schließt hier gar nicht so richtig. Egal, fangen wir mal mit der Tür an. Ihr seht, wir haben hier solche Scharniere, ganz normale, aber gleichzeitig noch hier diese Konstruktion hier in der Mitte, beziehungsweise hier am Anfang. Und ich weiß gar nicht genau, wofür die gut ist. Auf jeden Fall, wir können die Tür einmal so aufmachen. Ich stelle es mal hin, dann kann man es besser sehen. Also wir können die Türe ganz normal aufmachen und ja, wie es aussieht, dient das hier nur noch mal als zusätzliche Stabilisierung. Hier kann man sehen, ist noch mal so ein extra Scharnier, was hier ein bisschen mehr Stabilität reinbringt. Das ist die eine Tür, aber die andere ist eigentlich interessanter, denn die können wir einmal aufklappen und finden darin ein kleines Geheimfach mit dem Notfalltelefon, dem roten Funktelefon versteckt in der Türverkleidung. Also James Bond Feature Nummer 1, das wir jetzt hier fertig gebaut haben. Feature Nummer 2 können wir hier sehen. Das ist also nicht hier die Gangschaltung, sondern hier die Radarschüssel, heute kann man sagen GPS. Die kann man wegdrehen, so ist es unauffällig. Und wenn wir orten müssen, wo der Gegner unterwegs ist, dann drehen wir am besten so rum. Unsere Radarortung einfach nach vorne. Ja, James Bond Feature Nummer 2, das fertig ist. Ansonsten gibt es noch keine weiteren Features. Wir haben hier nochmal, genau das kann man noch schön sehen, wir haben hier einmal noch den Sitz gebaut. Hier sieht man ihn schön, da kann man nichts verstellen, der wird einfach hier fest reingeklippt. Und ja, auf der Seite hier, das wird später interessanter, da kommt der Schleudersitz rein. Bin mal gespannt, wie sie das lösen wollen, dass der hier rauskatapultiert wird. Ganghebel lässt sich immer noch bedienen, betätigt dann hier vorne irgendeinen Mechanismus. Dann haben wir hier dieses Teil angebaut, keine Ahnung, wofür das gut sein soll. Und ja, wie gesagt, wir haben hier die Verkleidung an den Seiten gemacht mit vielen Slopes, alles schön in Grau. Hier die silbernen Teile oder die versilberten Teile sehen eigentlich ganz gut aus. Kann man nicht wirklich groß meckern. Ihr erinnert euch, hier hinten ist dieser Mechanismus, an dem man so ziehen kann, ja, und dann, gar nicht so leicht zu zeigen, da bewegt sich hier was. Das ist also hier schön versteckt sozusagen in der hinteren Stoßstange. Ja, die verchromten Teile, wie gesagt, sehen ganz gut aus. Teilweise, hier kann man es sehen,
haben die so einen leichten Farbunterschied. Also nicht immer 1:1, aber geht völlig in Ordnung. Dann haben wir hier hinten noch die Rücklichter noch dran gebaut und die sind ganz nett gemacht, denn die lassen sich hier einfach nochmal abziehen. Ich zeige es euch mal eben. Schwupps. So wurden die gebaut. Also erst hier die Teile komplett einmal zusammengebaut und dann hier so reingesteckt. Das ist eine schöne modulare Lösung. Da ist es wahrscheinlich später auch einfacher, das per LEDs zu beleuchten. Denn ich habe gesehen, da gibt es schon Leuchtkits für. Aber das ist ein Thema für eine andere Sache. So, ja, viel mehr ist erstmal nicht passiert. Wie gesagt, wir haben noch einen Aufkleber aufgebracht. Klar, den hier, den habt ihr schon gesehen. Und irgendwo, Gott, jetzt muss ich selbst mal suchen. Irgendwo habe ich doch noch einen, hier vorne. Da habe ich noch ein Aufkleberchen draufgepackt. Ja, farblich, das Grau passt hier nicht so richtig hundertprozentig, aber ist egal. Ich glaube, hier auf die andere Seite müsste auch noch einer. Habe ich vielleicht verpennt? Ja, ich denke, der muss da auch noch hin. Aber egal, ich mache dann mal weiter. Bauschritt Nummer 3 steht an. Und wenn der fertig ist, dann haben wir hier diese ganze Vorderverkleidung noch fertig gebaut und der Motor, der kommt jetzt dann wohl auch noch rein. Seite 64, Bauabschnitt 3 ist fertig und das Ding hier baut sich wirklich wie geschnitten Brot. Das geht ratzfatz, unheimlich flott und er sieht jetzt schon richtig nach Aston Martin aus, so langsam. Also gehen wir mal rum, was wir so gebaut haben. Man kann es direkt sehen. Hier die ganze Front wurde fertiggestellt. Wir haben den Kühlergrill gebaut, der interessanterweise, man kann sehen, ich kann so ein bisschen an dem rumruckeln, der ist hier nur, also nicht mit Noppen verbunden, sondern der wird hier einfach nur reingestellt und dann hier mit diesen Bögen quasi festgehalten. Interessante Technik. Dann haben wir hier unten die Nummernschilder, die man auch drehen kann. Ups, aber nur in die eine Richtung richtig gut, dass man die wechseln kann. Da hat er vier verschiedene Nummernschilder, die man durchschalten kann. Sehr schönes kleines Gimmick. Und dann haben wir noch was ganz Cooles und zwar hier unter den Lichtern. Hier und hier, da sind die Maschinengewehre und die werden dann bedient. So, einmal umgeklappt. Da kann man sehen, so funktioniert es. Und das wird gesteuert hier über den Schalthebel. Läuft so ein ganz bisschen hakelig, aber es geht. Ja, so kann man die Maschinengewehre ausfahren. Auch sehr schön. Hier vorne haben wir einen kleinen Sticker dann draufgepackt. Ja, farblich passt wieder nicht so 100 pro, aber so von der Qualität und gerade ausgeschnitten ist er schon. Alles soweit gut. Dann, Stoßstange sind nochmal dran. Hier habe ich nochmal gehabt jetzt das Phänomen, da muss man schon gucken, wie rum man die verbaut. Denn ihr seht hier unten, ja, die sind ein bisschen versaut worden. Da ist so ein grüner Punkt drauf, so ein Farbklecks. Und manche von denen kann man hier bei dem sehen, da plättert auch schon die Farbe ab oder die war von Anfang an nicht richtig drauf. Der andere hier neben dran, der sieht viel besser aus. Also da muss man ein bisschen schauen, wie man sie verbaut, damit das nicht irgendwie schlecht aussieht. Dann haben wir hier noch was Interessantes. Hier wurde auch so eine versilberte Platte reingeschoben und zwar mit einem Haken und ist dann hier eingeklickt. Also eine ganz, ich schau mal gerade, ob ich die nochmal rausbekomme. Ja, kann ich hier rausziehen. Eine ganz interessante Technik. Da kann man sehen, wie das hier befestigt wurde. Also da haben sie echt mal ein bisschen sich Gedanken gemacht. So, und wieder rein damit. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Naja, egal. Und was auch noch cool ist, den Motor, den haben wir hier noch gebaut. Und ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, das ist ein schöner Reihen-6-Zylinder. Und die Krümmer, das sind alte Pistolen. Ich glaube, hier kann man es einigermaßen sehen. Die wurden einfach nur reingesteckt. Boah, ja, wieso nicht, ne? Auch mal eine Möglichkeit. Dann haben wir hier noch so einen Schlauch angedeutet. Die Kotflügel, schön gebaut. Ja, ich finde, er macht einen guten Eindruck. Und vor allem, der lässt sich gefühlt unheimlich einfach bauen. Also ich komme hier total schnell voran. Man sieht ruckzuck die Baufortschritte und ja, ich bin jetzt schon beim vierten Bauabschnitt. Das geht echt tierisch schnell, macht aber auch Spaß. Also, vierter Bauabschnitt, dann steht er fertig da. Ich bin sehr gespannt, vor allem bin ich hier nachher auf den Schleudersitz gespannt, wie der funktioniert. Und deswegen machen wir direkt mal weiter.
Und der ist fertig, an einem schönen Sonntagnachmittag fertig gebaut, der DB5 von 007 James Bond. Und ich muss sagen, das Teil sieht wirklich schick aus. Also er gefällt mir gut, vor allem die Funktionen, die sind richtig cool, zeige ich euch gleich nochmal alle. Aber erstmal muss ich eine Besonderheit erwähnen, das Teil hier, ups, das sollte noch nicht hochgehen. Das Teil hier wurde ja relativ schnell von Leppin nachgebaut. Und ja, es ist eine Kopie von einem Lego-Set. Und ja, das Lego-Set gibt es auch zu kaufen. Aber dennoch, hier haben keine Teile gefehlt. Alles hat gepasst. Alles war vorhanden. Wunderbar. Muss ich auch mal den Chinesen zugutehalten. Da waren sie also ziemlich flott und haben ordentlich gearbeitet. Und der Zusammenbau, das geht jetzt an die Lego-Fraktion. Haben sie gut gemacht. Er hat richtig Freude bereitet. Hat Spaß gemacht. Und ging wirklich flott, leicht und einfach von der Hand. So, also schauen wir uns den DB5 mal an. Hier haben wir einmal die Front, kann man sehr schön sehen. Die Scheinwerfer hier genauso gebaut wie schon beim Mini Cooper oder auch beim VW Käfer. Also diese Schilde und dann diese transparenten Parabolspiegel drauf. Und dann mal schauen, ob ich das hier so machen kann. Genau hier kann man es sehen, an solchen Roboterarmen dran befestigt und dann kann man die einfach hier in die richtige Position reinklappen. Wunderbar. Dann haben wir hier vorne ja noch den Aufkleber Aston Martin. Farblich, ja, hier in dem Licht sieht es ganz gut aus. Wenn ich mal etwas näher rangehe, passt jetzt nicht 100 Pro. Ist aber in Ordnung. Er ist recht mittig ausgestanzt, lässt sich gut kleben. Alles fein. Der Grill hier, das sind übrigens bedruckte Platten. Keine von diesen geriffelten Platten, die man auch kennt. Also hier bedruckte Platten. Die silbernen Teile hier gehen auch in Ordnung. Manche sind ein bisschen, ja hier sehe ich das gerade, der hier ist ein bisschen abgenutzt. Und unten drunter, ne, das war ein anderer, sind manche, sind manche hier verschmutzt mit bisschen Farbe oder die Farbe plättert schon ab. Man muss eben schauen, wie man sie verbaut. Kommen wir zum Feature Nummer 1. Das ist hier das Nummernschild oder die Nummernschilder besser gesagt. Und die kann man drehen. Wir haben hier 4 Stück. Hier vorne hakelt es immer ein bisschen. Geht nicht ganz so leicht. So, Nummer 2, Nummer 3 und Nummer 4. Lasse ich jetzt mal. James Bond 007 Nummernschild. Wunderbar. Dann haben wir hier unter diesen Lichtern die Maschinengewehre versteckt. Und die löst man aus, habe ich euch schon gezeigt, mit dem Schaltknauf, der sich hier drin befindet. Denn wenn ich den nach hinten ziehe, dann, na, wo ist er denn? Da ist er. Dann klappt das hier einmal um und wir haben hier die Maschinengewehre und man kann es auch wieder zurückklappen. Der Mechanismus, der funktioniert wirklich 1A. Sehr schön, nette Idee, klappt gut, gefällt mir. Wunderbar, Maschinengewehre, Roger, ich lasse ihn mal draußen. Und wir gehen einen Schritt weiter. Auch hier, schaut euch mal die Rückspiegel hier an. Krasse Teile, die werden gebaut und dann hier drauf gesteckt. Überhaupt wird hier ziemlich viel an, ja, ich sag mal, ungewöhnlichen Baumethoden benutzt, die ich so noch nie mitbekommen habe bei den anderen Modellen. Die werden hier einfach so reingesetzt, ganz viel mit solchen Haken, die dann eben in, ja, wie nennt man das? Also solche Hinges quasi, die dann aufeinander gesteckt werden. Wir haben hier noch die schöne Motorhaube, die sich hier drüber zieht mit den langen Slopes, mit der Lufthutze hier vorne drin. Und die kann man auch öffnen. Und zwar öffnet die sich so nach vorne. Dann klappt die hier wunderbar auf. Und wir können in den Motorraum reinschauen mit den tollen Pistolen hier unten, was ja dann die Krümmer darstellen. Hier ist der 6-Zylinder-Motor zu sehen mit so einem Schlauch, der hier verbaut wurde. Und hier kann man ein bisschen auch das Bunte hier vorne was von der Mechanik sehen für das Maschinengewehr. Wunderbar, gefällt mir, nette Funktion. Klappe wieder zu. Natürlich die Türen, das hier ist auch eine coole Sache, wie sie das eingebaut haben. Die Türe haben wir einmal hier mit diesen Hinges aus vielen kleinen Platten gebaut, mit Türgriff. Das können wir dann auch öffnen. Innenverkleidung, ja, eigentlich kaum vorhanden hier an der Tür. Aber die sind nochmal verstärkt, habe ich euch beim Bau ja gezeigt. Dann haben wir den Innenraum und ja, den kann man hier sehr schlecht erkennen. Leider wirklich sehr schlecht. Die Sitze zeige ich euch gleich nochmal im Detail, wenn ich hier den Schleudersitz mal raushaue. Aber die Tür kann erst nochmal zu und wir gehen auf die andere Seite. Da haben wir auch die besondere Tür, die bei mir hier leider, kann man so erkennen, nicht so hundertprozentig schließt. Die steht so ein bisschen raus. Also da waren die Toleranzen
doch ein Hauch zu hoch. So, aber wenn wir die öffnen, können wir hier die Klappe öffnen und finden da unser Autotelefon. Hightech aus den 60ern. Richtig geil. Das ist James Bond Style. Und wir können hier, na, kann man das überhaupt noch erkennen? Es ist jetzt hier für mich ein bisschen sehr schwierig, euch das zu zeigen. Aber ich habe es euch ja schon mal gezeigt. Moment, ich probiere mal was. Ich mache mal hier das Dach eben auf. Das ist für den Schleudersitz gedacht. Und wir luken da mal rein. Und zwar hier unten haben wir noch das Radar. Habe ich euch schon gezeigt, dass sich ja hier auch umklappen lässt. So, da kann man es jetzt sehen. Ein Zahnrad. Und damit kann ich hier das Radar anschalten. Also hindrehen oder wieder wegdrehen. Ja, ganz nett. Muss man natürlich von hier drin bedienen, aber naja, egal. Dann soll es das hier mit dem Innenraum erstmal gewesen sein. Was man vielleicht noch sehen kann, sind hier die, ach Gott, wenn die Kamera nur scharf stellen würde, haben wir hier noch insgesamt 5 Rundinstrumente. Ja, hier kann man sie besser sehen. 5 Rundinstrumente, 5-mal genau das gleiche, also da gibt es nichts Großes zu berichten. Ja, und super, da war die Tonaufnahme jetzt hier weg. Alles umsonst reingequatscht. Also ich werde es jetzt hier nachvertonen für euch so gut wie ich kann. Wir haben hier die Scheiben und die waren extra eingepackt. Hier die großen Frontscheiben, also die Front- und die Heckscheibe. Aber dennoch, sie bekommen es einfach nicht gebacken. Die waren trotzdem verkratzt, die Scheiben. Nicht so schlimm, wie man es schon mal gekannt hat. Also die sind für, sag mal, China-Lego-Leppin-Verhältnisse, sehen die ganz gut aus. Aber dennoch, obwohl sie einzeln eingepackt waren, also die waren zusammengepackt, die beiden Scheiben, haben sie sich wohl doch aneinander gerubbelt und, naja, sind dennoch etwas verkratzt. Aber da habe ich schon viel Schlimmeres gesehen. Hier habe ich auch einen Aufkleber draufgebracht auf die Seite und ich finde, der fügt sich sehr schön in die Form ein. Die Aufkleber ließen sich gut verarbeiten, also da kann ich echt nicht meckern, die ließen sich sehr gut aufkleben. Auch hier hinten an dieser kleinen Rückscheibe hat man das, dass die Form hier schön übernommen wird und ich finde, der stört gar nicht. Also in dem Fall hier bin ich mit den Aufklebern wirklich sehr in Ordnung. Und ja, hier sieht man bei den kleinen Scheiben, da sind viel mehr Kratzer drin. Die haben nämlich einfach in den Tüten drin gesteckt. Und hier natürlich auch noch der Aufkleber auf der anderen Seite. Also die nehmen die Form schön auf. Kann man nicht meckern. Dann haben wir hier noch die Reifen. Ja, schöne Reifen, schöne Felgen mit den Aufschlitzinstrumenten, die er hier ausfahren können im Film, womit man dann die Reifen von seinem Nachbarfahrzeug mal, ja, aufschlitzen eben kann. Und da gibt es auch noch eine kleine Funktion, zeige ich euch aber später noch. Und wir schauen uns mal die Rückseite an. Auch hier haben wir das drehbare Nummernschild, wieder mit den 4 Variationen, die man auswählen kann. Das dreht sich viel besser. Dann hier den Aufkleber, den habe ich ein bisschen versaut, weil ich ihn ein paar Mal abgepiddelt habe. Und naja, sieht nicht mehr ganz so toll aus. Nochmal so ein DB5 Aufkleber. Und ja, hier haben wir auch nochmal so einen kleinen DB5 Aufkleber auf der Seite. Insgesamt die Aufkleber bei dem Set nicht allzu viele und gut verarbeitet. Die Stoßstange sieht man hier nochmal mit der versteckten Funktion, wo man dran ziehen kann. Hier kann man dran drehen und diese Stahlplatte, die immer ein bisschen hakt, wenn sie wieder nach unten gehen soll, die soll ja die Insassen schützen, wenn von hinten auf das Auto geschossen wird. Das ist eben Hightech aus den 60er Jahren. Richtig cool. Goldfinger war der erste Film, in dem das Auto hier bei James Bond aufgetreten ist und war, glaube ich, der 3. aus der Serie. Mein Dach steht hier ein bisschen komisch hoch, hat eben wunderbar gepasst. Keine Ahnung, muss ich nochmal ein bisschen nacharbeiten. Der Kofferraum, den kann man öffnen. Da sieht man auch die Platte, die hier nach oben fahren kann. Und wenn ich die mal hoch mache und Kofferraum wieder auf, sieht man auch ein bisschen was von dem Mechanismus. Also ein Technik-Liftarm, so ein kleiner, der hier unsere kugelsichere Abdeckung nach oben fahren lässt. Ja, wunderbar, schönes Feature, klein bisschen hakelig, aber ach, egal, trotzdem cool und trotzdem schön. So, was haben wir denn noch? Natürlich, wir haben noch die Funktion vom Schleudersitz, die absolute coole Killer-Funktion. Probieren wir mal aus, einmal nach hinten ziehen und loslassen und dann sollte, jawohl, der Schleudersitz rauskommen. Klappt meistens richtig gut. Hier sieht man nochmal den Mechanismus, da unten wird er einfach eingeschoben, der Schleudersitz auf diese Achse. Hier haben wir diese Achsaufnahme dafür und wenn man dran zieht und lässt dann los, ist er mit diesen Gummis dann geladen, dann gehen hier die Liftarme hoch und
ja, schleudern den Sitz raus. Schöne Funktion, also die ist richtig cool, macht total Spaß, deswegen packe ich es nochmal rein, kann man sich direkt nochmal anschauen. Und Klappe nochmal zu, dran ziehen, dann geht erst das Dach auf, manchmal hakt es ein bisschen, dann muss man kurz unten drunter drücken, Dach auf, loslassen und perfekte Punktlandung auf dem fahrenden Auto. Hier sehen wir nochmal die Sitze, die sind wenig spektakulär, da gibt es nicht viel zu sehen. Mit diesen genoppten Teilen oder ein bisschen welligen Teilen hier gebaut, dann ein paar Slopes an die Seite gepackt. Ja, erfüllen den Zweck. Cooles Feature ist ja eben, dass man die rausschleudern kann. Ansonsten ja, haben wir schon schönere Sitze gesehen. So, Dach nochmal zu und ich zeige euch nochmal, wie man das Aufschlitz-Feature hier anbringen soll. Das ist ein bisschen ja, eine kleine Bastelarbeit. Im Kofferraum haben wir hier diese, was sind das, Fernrohre, glaube ich. Hier kann man es sehen. Und mit dem Fernrohr muss man dann hier die Erweiterung händisch anbauen. Also erstmal hier diesen, erinnert mich immer stark an so Ninja-Wurfstern. Die muss man hier abbauen, praktischerweise am besten ohne die Felge. Und dann einmal hier runterziehen, was gar nicht so einfach ist. Und dann, na, wo ist das Ding denn? Weggeflogen. Und dann steckt man hier das Fernrohr einmal drauf. Und auf das Fernrohr, ja, da fehlt noch der kleine Nüpsel, den ich da unten drunter noch habe. Dieses kleine schwarze Teil, das ich jetzt aber nicht runter bekomme, ist einfach zu fummelig. Und ganz ehrlich, macht man nicht. Man macht es vielleicht einmal dran, um es als Display dann hinzustellen. Aber ihr könnt es euch denken, ihr seid ja nicht doof. Also das Ding hier dran stecken, Wurfstern nochmal dran machen, also Aufschlitzwerkzeug. Und dann dreht sich das so ein bisschen abgesetzt und man kann die Reifen aufschlitzen von den anderen Autofahrern. Ja, tolle Funktion, hätte ich manchmal auch gerne an meinem Auto, aber wenn ich mir ja das aussuchen könnte, noch lieber die Maschinengewehre, die würden mir hier im Alltag echt weiterhelfen. Ja, Pendlerfrust. Egal, ein richtig tolles Set, Freunde, super klasse, der Aufbau hat mir extremst viel Spaß gemacht und kauft es euch, wenn ihr wollt. Gerne auch von Lego, wenn ihr die Kohle habt, wenn ihr am Geld sparen wollt, dann könnt ihr hier getrost zu dem Lippin-Set greifen, kostet eben nur ein Drittel, macht genauso viel Spaß beim Bau, ist ein tolles Display-Set. Hier seht ihr nochmal im Vergleich den Mini Cooper, dass der hier genau die gleichen Scheinwerfer hat, genau die gleichen Teile sind da verbaut und ja, ich dachte hier, das britische Treffen sozusagen, stelle ich die zwei Autos doch nochmal nebeneinander. Und ja, von der Größe her, man sieht schon, der DB5 ist ein gutes Stück länger, der Mini hier ist halt noch wirklich ein kleiner Mini. Und wenn wir uns den mal von hinten noch anschauen, können wir auch hier sehen, wie da die Unterschiede sind. Einfach nur mal als Größenvergleich. Diese Serie hier, diese Creator-Serie, ich finde die richtig super, die Autos. Die machen mir so viel Spaß, die zu bauen. Und auch wenn der DB5 hier jetzt nicht so ein tolles, schickes Auto ist für meinen Geschmack, finde ich das Set hier dennoch äußerst gelungen und das hat mir echt eine Menge Spaß gemacht. Vor allem, weil diese ganzen geilen Funktionen da eingebaut sind. Das haben sie super gemacht bei Lego. Gerne mehr davon. Das macht noch mehr Spaß, als wenn man so ein normales Auto baut. So, also genug geredet. Wenn ihr den auch kaufen wollt, ich habe den Link hier in die Videobeschreibung gepackt, wo ich meinen her habe. Dann könnt ihr gerne auch dort zuschlagen. Hat alles gut geklappt und ich mache jetzt hier nochmal den Schleudersitz. Den kann man sich immer wieder anschauen, oder? Ach verdammt, jetzt hakt das Ding auch noch. Ha, zum Abschluss hakt es hier nochmal und da ist er rausgekommen. Also ab und zu hakt es ein bisschen, aber macht trotzdem Spaß. Macht's gut!